Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte auch noch nicht aufstehen. Der Talk jetzt, die Mining, immer noch Handarbeit. Ich habe den mal umbenannt auf Mine Clearance in Humanitarian Context. Beschäftigt sich genau damit, mit dem klassischen Minenthema, also nichts mit Bitcoins und anderen Minengeschichten. Und ich würde direkt mal am Anfang mit so ein paar Zahlen beginnen. Also warum ist das überhaupt noch ein Thema, das interessant sein sollte? 2017 sind weltweit fast 10.000 Menschen durch Landminen umgekommen. Davon sind 78% Zivilisten und Zivilistinnen, davon 42% Kinder. Dafür, dass so eine Riesenmenge Menschen daran zu Tode kommen, ist das ein Thema, was eigentlich relativ wenig bespielt wird. Wir achten momentan sehr viel auf andere Dinge, andere Fluchtthemen, wo ähnliche Todeszahlen in der Höhe vorkommen, und dieses Minenthema spielt politisch nicht mehr so richtig eine Rolle. Es gab vor Jahren mal eine große Kampagne gegen Landminen, aber das ist leider so ein bisschen still drumherum geworden. Landminen werden ja zum einen vom Militär eingesetzt, in regelrechten Kriegen sozusagen. Ein zunehmendes Problem sind aber vor allem auch IEDs, sogenannte Improvised Explosion Devices. Die kann man quasi selber bauen. Der IAS hat das in riesiger Zahl gemacht, sprich Sprengstoff aus Düngemittel generiert, einfache Zünder dran und dann flächendeckend Regionen in Syrien und im Irak vermint, inklusive Gebäuden und so weiter und so weiter. Warum meine ich dazu, was sagen zu können? Ich bin kein Minenräumer, aber ich arbeite für Cardus. Wir sind seit 2014 in der Region, in Syrien vor allem aktiv gewesen, seit 2017 sehr stark auch im Nordirak, mit einem mobilen Krankenhaus, das wir in Berlin gebaut haben, auf Basis von Alra-Trucks, und dann unter anderem bei der Befreiung von Mosul hinter den Frontlinien die Versorgung der Zivilisten und Zivilistinnen übernommen haben. Da war für uns tatsächlich ein riesiges Thema, diese Minengeschichte. Es vergeht eigentlich kein oder verging kein Tag, an dem wir nicht drei, vier, fünf Minenopfer hatten. Meistens, wie gesagt, von diesen improvisierten Minen, diesen selbstgebastelten Minen und Sprengfallen. Und ja, das große Problem ist halt, das große Problem ist, dass gerade diese improvisierten Sprengfallen ja so eine große Variation haben, wie halt die Bastler und Basterinnen Erfindungsreichtum haben. Ne? Das heißt, alles Mögliche, was man sieht, ein Tongefäß, was weiß ich, was im Haushalt normal sein könnte, könnte in diesem Kontext eine Mine gewesen sein. Man sieht hier mal, die Auflösung ist leider so ein bisschen bescheiden, weil das ein Netzbild ist. Das ist mal so eine Variation von Minen aus selbstgebastelten Sprengstoffgeschichten, wie sie in Raqqa gefunden wurden. Da kann man sich schon vorstellen, die sind also nicht industriell produziert. Das heißt, noch mal unsicherer, noch mal schwieriger zu entschärfen tatsächlich, als etwas, wo ich mir den Wirkmechanismus zumindest genau angucken kann und weiß, wie diese Mine funktioniert. Ja, jedes hier ist quasi ein handgebasteltes, selbstgemachtes Ding. Minenräumung an sich unterscheidet sich jetzt in zwei Bereiche. Das eine ist natürlich die Ortung. Ich muss erstmal wissen, wo liegt das Ding, damit ich weiß, wie ich es entschärfen kann. Bei der Ortung gibt es verschiedene Methoden. Die eine ist biologisch. Biologisch heißt, kennt ihr vielleicht, Minensuchhunde. Immer noch so das Mittel der Wahl. Problem bei Minensuchhunden: Ein Hund lässt sich nicht in 3 Wochen ausbilden, auch nicht in 2 Monaten. So eine Ausbildung, dass ein Hund verlässlich das macht, was ich von ihm möchte, dauert ungefähr 2 Jahre. Dazu kommt aber nochmal, ich muss nicht nur den Hund ausbilden. Das ist halt kein Apparat, der piept irgendwie, wenn er was gefunden hat, sondern es ist halt ein lebendes Wesen. Das heißt, die Person, die diesen Hund führt, muss im besten Falle auch ausgebildet sein. Ansonsten wird die Methode halt unsicher. Das heißt, das Ganze ist mit relativ hohen Kosten verbunden und ist halt wiederum, wenn so ein Hund dann zu Tode kommt, weil er mal irgendwie dann doch stattgeortet gefunden hat, sage ich mal, dann ist das ganz wirtschaftlich blöd betrachtet einfach ein relativ großer Schadensfall. Da kam man auf die Idee zu gucken, ob man nicht andere Tiere benutzen könnte, und kam auf die amerikanische Riesenratte, weil die hat einen ähnlich guten Geruchssinn wie Hunde. Lässt sich viel schneller abrichten, weil da wird nicht groß mit Verhaltenstraining gearbeitet, da wird tatsächlich einfach mit Futtersuche gearbeitet, sprich das Futter der Ratten wird mit Sprengstoff versetzt, also in ganz kleinen Maßen, aber so, dass die Ratte wahnsinnigen Appetit auf Sprengstoff bekommt und auf den Geruch, und deswegen bei der Suche
ganz deutlich schart, wenn sie halt Minen gefunden hat. Und die Ratten sind meistens so leicht, dass sie die Minen selber nicht auslösen. Bisschen aufwendiger ist, dass man die Ratten nicht wie einen Hund an einer langen Leine führen kann und gucken kann, was macht sie, sondern tatsächlich, um ein Gebiet sicher freiräumen zu können, muss man das parzellieren und die Ratten dann quasi an der langen Leinenstruktur Stück für Stück über das zu entschärfende Minenfeld führen. Damit die tatsächlich, ist also auch sehr aufwendig, dauert sehr lange. Die dritte Methode der biologischen Ortung, da wird dran gearbeitet von verschiedenen Unis, ist Bienen. Bienen kann man noch einfacher abrichten, indem man einfach in die Zuckerlösung, mit der man die füttert, auch wiederum Sprengstoffzusatz gibt. Ja? Und dann die Konzentration so weit erhöht, dass die Biene eigentlich das, was sie sucht, nämlich Zucker, für sich ersetzt und eigentlich Sprengstoff sucht. Dann kannst du Bienen in dem Gebiet freisetzen und musst dann halt nur monitoren, wo versammeln die sich am meisten und versuchen ranzukommen. Und dann weißt du, da liegt eine Mine. Ist natürlich wieder eine Kombination aus biologischer Suche und technischer Suche, weil ich kann nicht einen Bienenstock aufs Feld stellen und dann weiß ich, was ist, sondern ich habe einen viel größeren Aufwand zu sehen, wo sind jetzt die kleinen Viecher, wo, ne, finden die sich zusammen, um dann irgendwie sicher sagen zu können, das ist ein Mindspot. Die andere Methode der Minenordnung Ordnung wäre technisch. Und technisch funktioniert in den meisten Fällen momentan immer noch tatsächlich über Handarbeit. Sprich, ist eigentlich auch eine Mischung biologisch, technisch, weil das Gerät arbeitet nicht alleine, sondern der Mensch muss das über das Minenfeld bringen und muss die Mine suchen. Dabei kommt es auch immer noch regelmäßig zu sehr, sehr vielen Todesfällen. Ist aber das von der Minenräumung her, was meistens tatsächlich gerade noch fabriziert wird. Der zweite Schritt ist dann die Entschärfung. Zur Entschärfung werde ich nicht total viel erzählen, soll ja kein Workshop werden, sondern Lecture über das Problem. Auch bei der Entschärfung kommt es natürlich sehr, sehr, sehr häufig zu Todesfällen. Genau das Ding, wenn es halt industriell produzierte Minen sind und ich kenne den Minentypus und ich weiß zum Beispiel, wo die Entschärfereinrichtung liegt, dann ist das wesentlich einfacher. Bei den selbstgebastelten Minen vom IS zum Beispiel kommt es momentan sehr häufig, sehr regelmäßig zu Todesfällen. Gerade, ich glaube, in den letzten 3 Monaten sind 2 Internationalisten in Nordsyrien, in Rojava, zu Tode gekommen, 2 Engländer, die da beim Minenentschärfen geholfen haben. Deswegen hat sich ein bisschen was durchgesetzt, eine andere Methode, nämlich beides zu kombinieren. Scheiß auf Ortung, Bumm und Gut. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, schon seit Jahrzehnten. Da ist eigentlich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wenn man da im Netz sucht, dann findet man unglaublich viele Möglichkeiten. Eine Sache ist tatsächlich einfach, man nimmt ein schweres Fahrzeug, in dem man selber geschützt ist. Das hat dann vorne eine schnell rotierende Rolle dran mit Ketten und mit diesen Ketten prasselt es quasi auf den Boden, fährt durch die Gegend. Wenn die Mine getroffen wird, geht es halt hoch und dann ist gut. So kann ich natürlich Straßen entschärfen. Also Straßen räumen, das ist überhaupt kein Problem, weil wenn eine Mine hochgegangen ist, muss ich das Loch halt wieder füllen, aber ich weiß hinterher, diese Straße ist frei. Bei bewohnten Gebieten, bei Dörfern wird das Ganze schon wieder schwieriger. Hörte da nicht auf bei diesem Kettending, man will ja immer weiterentwickeln und hat sich so eine Art Riesenmähdrescher überlegt. Der ist einfach so gut gepanzert, dass er, weil man gesagt hat, diese Ketten haben auch nicht immer alles erwischt. Wenn die Mine doch mal ein bisschen zu tief gewesen ist und die Kette hat ein Stück weit daneben geschlagen, es gab einen Restunsicherheitsfaktor, da hat sich eine Firma überlegt, okay, Mähdrescher von der Idee her 30, 40 Zentimeter tief und dann wird das Ganze umgegraben. Wenn es Boom macht, macht es Boom. Könnt ihr euch auch vorstellen, wenn ich sage, ich muss einen Landstrich von etlichen Quadratkilometern entschärfen mit dem Gerät, habe ich hinterher einen planen Acker. Das heißt, wenn ich gerade in Gebiete gehe, die vermint sind, es sind meistens nicht sehr weit entwickelte Gebiete, sehr agrikulturell, sehr agrikulturelle Gebiete, da mache ich erstmal alles platt für ein Jahr. Ne? Felder, Bewässerungsanlagen, ich müsste theoretisch über alles einmal drüber fliegen. Ein ganz interessanter Ansatz hat sich ein afghanischer Designer überlegt. Der hat gesagt, ja, weil das Problem ist halt tatsächlich, allein schon mal Nordsyrien, so ein Gerät wirst du niemals nach Nordsyrien bekommen. Weil Nordsyrien liegt gerade unter einem Embargo von Seiten der Türkei erst recht, von Seiten des Iraks aber auch. Man will diese kurdische Freiheitsbewegung nicht allzu stark supporten. Wie soll das Gerät da hinkommen? Es wird in Süddeutschland produziert, müsste man also tatsächlich erstmal in den Irak verschiffen und müsste dann die Genehmigung bekommen, das rüber zu bekommen. Und mal davon abgesehen, ist es unfassbar teuer. Hat sich der Designer überlegt, wir brauchen eine wirklich günstige Lösung.
und hat tatsächlich einfach so eine riesen Pustenblume entwickelt, die man in so Gebieten einfach aufs Feld stellen kann und die dann vom Wind über das ganze Feld geblasen wird. Und wenn es eine Mine findet, macht es Boom. Der Preis ist dabei aber total scheißegal, weil du kannst es in Anführungszeichen hinterher einfach wieder zusammensetzen. Ja, also stumpf gesagt, es ist ein Ball, Besenstiele und Platten. Ist an sich eine ganz schöne Lösung. Das Problem bei der Geschichte ist natürlich, du kannst niemals garantieren, dass das Feld jetzt tatsächlich geräumt ist, solange du nicht genau trackst, wo der Ball gewesen ist und hinterher sagen würdest, ja, das Pattern abbildest und sagen könntest, ich habe wirklich jeden Quadratzentimeter gehabt. Deswegen hat sie es natürlich leider nicht durchgesetzt. Es haben ganz viele gesagt, so tolle Idee, wurde viel ausprobiert, aber es hat sich als tatsächliche Minenräumlösung nicht durchgesetzt. Was er noch hatte als Idee, das ist jetzt so ein bisschen der letzte Schritt, wo er gerade hinkommt, ist zu sagen, ja gut, dann machen wir das nicht mit diesem Ball, wir machen es aber auch nicht mehr mit Menschen, sondern tatsächlich suchen tun wir das Ganze mit Drohnen. Die sind einfach programmierbar, einfach herstellbar, viel schneller einsetzbar als so ein Hund, den ich 2 Jahre ausbilden muss. Der kann ein Minensuchgerät, also sprich einen Metalldetektor, mit sich tragen. Ich fliege mein Search-Pattern, ich sehe automatisch, ob das Gebiet tatsächlich komplett abgeflogen ist. Und wenn ich eine Mine gefunden habe und erstmal weiß, wo sie liegt, dann kann ich mir immer noch überlegen, welchen Entschärfungsmodus ich wähle. Er wählt den Entschärfungsmodus auch mit einer Drohne, einen kleinen Sprengsatz abzusetzen und die Mine an Ort und Stelle explodieren zu lassen. Das ist schon mal eigentlich ein relativer Fortschritt. Setzt sich natürlich trotzdem nicht um, wieder aus der Frage heraus, was sind die Kostenfaktoren dahinter. Dann natürlich auch nochmal die Frage mit Sicherheit, Organisationen, die sich verpflichtet haben, Minen zu räumen, müssten ja in dieser Situation jetzt irgendwie halt sagen, okay, ich vertraue darauf und ich gebe das Siegel für deine Erfindung, dass ich hinterher eine Gegend freigeben kann, dass sie wirklich entmint ist. Das wird mit Sicherheit ein großer Problem dahinter sein. Hauptproblem sehe ich aber darin, dass wir es eigentlich, was ich am Anfang meinte mit diesen IEDs, nicht mehr mit dieser Lage zu tun haben, dass es wirklich nur um Landminen geht, die mal gelegt wurden, um halt Straßen und Wege für Militär eigentlich dicht zu machen und jetzt zivile Opfer kosten, sondern in den zunehmenden asymmetrischen Konflikten, die wir haben, gerade mit terroristischen Gruppierungen, gerade mit dem sogenannten IS, ist das Hauptproblem, dass es gar nicht unbedingt nur Straßen sind, sondern dass weitflächig vor allem alles Zivile vermint ist, alle zivilen Häuser, Einrichtungen, wie auch immer. Und da taugen alle diese Maßnahmen noch nicht. Ja, da bin ich wieder drauf zurückgeworfen. Ich kann mit einer Drohne nicht durch ein Haus fliegen, kann ich zwar schon, ja, aber nicht irgendwie automatisiert in einem Search-Pattern. Ich bin da wieder darauf zurückgeworfen. In Nordsyrien ist es, wie gesagt, gerade so, in Raqqa liegen tausende Minen. In Mosul ist es ähnlich. In Mosul liegen tausende und abertausende Minen. Es wird eine Aufgabe auf Jahre sein, das zu entschärfen. Und das bleibt nach wie vor einfach Handarbeit, weil die Technical Devices, das Militär mag sie haben, die zivilen Minenräumorganisationen haben sie nicht. Danke für die Aufmerksamkeit. Bin fertig. Habt ihr Fragen? Abgesehen von der Verfügbarkeit dieser einzelnen Techniken, gibt es dort eine Einschätzung, wie das so kostenmäßig voneinander liegt? Weil ich sag mal, wenn klar, es gibt Leute, die sich verpflichtet haben, das zu räumen, die es aber nicht tun. Umgekehrt gibt es Leute, die dafür Spendengelder einsammeln. Wo liegt man da so preismäßig? Ich meine, klar, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das Gelände ist, ob das nun Berge ist, ob das einfach Acker ist, ob das. Wo kommt man da so raus? Es ist definitiv, wenn du das, also Minenräumung allein über Spendengelder gibt es fast nie. Das sind immer Töpfe, die angefasst werden, ob das über die UN läuft, ob das über die WHO läuft, ob das über Nationalgebertöpfe wie die Country-Based Humanitarian Pool Funds läuft. Das sind immer Millionenprojekte. Das sind immer Millionenprojekte, weil tatsächlich, es gibt ja nur 2 Wege. Entweder bringst du Expats rein, die schon ausgebildet sind. Ja, da kostet den Minenräumspezialist aber Tagessätze, da träumen wir von. Und dann hast du natürlich noch die ganze Entourage, die hinten mit dranhängt, ne? Gepanzerte Fahrzeuge, um hinzufahren, etc., etc., etc. Das heißt, das Fachpersonal hinzubringen und zu bezahlen, ist wahnsinnig teuer. Ganz, ganz genau, jetzt so, ne?
Auf die Millionen genau könnte ich es ja auch nicht sagen. Wie schaut das aus? Hier in Deutschland wird ja auch Minen geräumt nach wie vor, beziehungsweise Sprengstoffräumung ist das dann wohl, oder kampfstoffbelastete Gebiete, ehemalige GSSD-Gebiete in Ostdeutschland, die halt grundsätzlicherweise erstmal freigegeben werden müssen durch einen Räumdienst. Mhm. Was wird dort gemacht? Ich meine, da wird ja nicht irgendwie alles umgegraben, und ich habe da also auch nicht irgendwie Hundertschaft mit Hunden oder Ratten gesehen bis jetzt. Nee, das ist tatsächlich, da wird hauptsächlich mit Metallsuchgeräten gesucht. Und das mal, gerade bei den Kampfmitteln weiß man ja, dass sie hauptsächlich aus Metall bestehen, dass die Hüllen sozusagen auch aus Metall. Das macht es tatsächlich einfacher, als wenn ich jemanden habe, der aus irgendwelchen Plastikgefäßen und Düngemitteln und mit. Deswegen macht es das verhältnismäßig einfacher. Und da ist tatsächlich hauptsächlich mit Metallsuchgeräten die Ortung und dann entweder Entschärfung vor Ort oder Sprengung vor Ort.